Hallo! Heute Tag 2 mit unserer Vitali Ebwaldrede. Wir sind heute im wunderschönen Laudebach und wir machen eine Fahrradtour mit unserer Vitalis zum Kloster Allerheilige und zu den Allerheilige Wasserfällen. Unterwegs kommen wir wahrscheinlich an einem schönen Berggasthof Fiesemichel vorbei. Mal gucken, ob wir da was zu essen kriegen. Und unsere Bikes stellen wir am Kloster Allerheilige ab. Mache dann die Wanderung zu den Wasserfällen, weil man da eben nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Und das ist ja das Schöne an den Vitalis, dass man eben Wandertouren und Fahrradtouren doch verbinden kann. So, das wäre der Plan für heute. Wir sind jetzt im Fiesemichel in unserem Bergrestaurant und es ist wirklich wahnsinnig urig hier und sehr, sehr gemütlich. Mit Spinatknödel. Und das hier ist eine einheimische Spezialität. Das ist das sogenannte Viererlei mit Bratkartoffeln. Bibilis Käse. Das ist ein Frischkäse mit, was hat sie gesagt? Naja, Frischkäse mit so Körnles Käse noch mit dabei. Saure Bohne mit Speck und ein Wurstsalat. Na dann. Guten Appetit. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie früher die Putzfrauen im Klo ausgesehen haben. Das ist also die Klohex vom Schwarzwald. Spitzweger, ich mag sie. Ja, über was wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, was für Modelle das eigentlich sind. Also es ist jeweils ein Vitali Roadster GT. Die Nathalie hat ein bisschen was anderes gewollt wie ich. Ich sage mal, sie hat sich jetzt zum Beispiel vom Reifeprofil her für was Normales entschieden, während ich eher Wert gelegt habe auf einen Reifen mit mehr Profil, also quasi ein sogenanntes Stolle-Profil. Die Nadi hat sich des Weiteren einen eher komfortableren Lenker gewünscht zum aufrechter Sitze und ja, fürs angenehme Fahren. Ich habe einen eher sportlicheren Lenker genommen, der einfach breiter ist und ja. Und wie ist es auf dem Feldweg und Schotterweg? Ja, passt, fühle mich wohl. Geht gut mit dem Vitali. Thank you.
problemlos